Hallo und willkommen zum Aquatic Store Simulator. Das ist ein seltsames Wort, das erste. Ja, jetzt haben wir letzten Stäbli mit unserem super tollen Hightech-Gedöns. Was ist denn? Abspülwasser. Ja, und jetzt müssen wir noch einen Hintergrund noch kaufen. Was nehmen wir denn da als Hintergrund? Da ist gar nicht Ding da. Nimm eine Dekoration auf, zum Beispiel einen Stein, und platzieren sie auf den Hintergrund, um eine einzige Komposition zu schaffen. Ah, okay. Das sollte aber nicht schweben. Bitte. Warum schwebt das? Das kann ich nicht mehr aufnehmen. Den kann ich nicht aufnehmen. Den kann ich nicht mehr aufnehmen. Nein. Stein. Komm, noch mal ein Stein. Dann schaut auf Fische, nicht dass ich euch. So her. Na toll. Nein. Dann stellen wir es richtig. Haben wir den jetzt auch? Nein! Ist. So. Jetzt ist er fest. Wir können den Aquarium immer noch verbessern. Kauf und nimm eine Lampe. Ei, den Ei! Lampe. Kaufen. Ich möchte dahinter dran sitzen. Da oben, nicht an der Seite, nicht an der Seite, vorne. Ja, so wird es. Ist das Mitte? Ich glaube. Klick mit der rechten Maustaste, um die Lampe zu installieren, und schalte sie ein. Aktiv. Erhöht die Lampenleistung um die Hälfte. Um die Hälfte wo jetzt das, oder um die Hälfte von dem, wo es geht. In den Dekorationen lege ich sie in den Mülleimer. Warum soll ich sie in den Mülleimer legen? Spinnst du? Eine Lampe. Ja, genau. Den Fahrrad entfernen. Nimm eine Dekoration und lege. Das ist wirklich hin. Wo ist denn der Mülleimer überhaupt? Der dahinter. Das ist keine Zeit, dass ich wegwerfen muss. Tatsache. Klicke auf das Aquarium und eine freie Bewegungsposition. Zeit. Von überall aus betrachten. Bewege dich mit Hilfe WSAD sowie der Tasten C und Z. Aha. Na dann. Jetzt kannst du einen freien Bewegungsmodus in den Rechtsklick verlassen. Sie müssen leere Hände haben, damit Ihre was? Sie müssen leere Hände haben. Halten Sie die rechte Maustaste und dann die linke Maustaste gedrückt, um das Greifen und zu Schau zu stellen. Der ist voll stark, der kommt. Das glaube ich nicht. Alles so wieder. So,
Wenn ist jetzt los, was du ist los, oder? Wenn mich jetzt drehen. Zuschauer zu stellen. Wenn mich jetzt drehen. Kommen Sie wieder mit drin? Und abstellen. Kriegen Sie eine Bearbeitung oder drücke bekommen, das auch nicht. Mag ich nicht. Muss quasi da drauf stehen. Was denn jetzt? Ja, ist die, also das Hinstellen, das ist schon ein bisschen umständlich. Kaufe einen neuen Bodenmuster, hebe es auf und klicke auf den Boden, um es zu ändern. Aber wenn ich nicht mag. Und jetzt? Was muss ich jetzt tun? Aufhören, nimm meine. Muss ich das eins, wo? Jetzt glaube ich, du das noch dreimal. Entschuldigung. Eins, zwei. Hoffen. Eins. Na okay, also das ist Licht. Kaufe nimm einen Farbroller. Und die Farbe. Blau bei Blau passt eher dazu. Der Farbroller wird verwendet, um die Wände mit Farbe zu streichen. Klicke mit der rechten um das wegzuwerfen. Das wegwerfen. Drücke und halte die Maustaste an der Wand, um die gewünschte Farbe zu streichen. Ist das die gewünschte Farbe? Das ist aber nicht blau. PC. Aufhören, neue Muster für die Wand. So, man muss ja das ganze Geld jetzt schon ausgeben, wenn ich gewusst hätte. Schau da. Schau da ekelhaft aus. Obwohl, oder weiden geht's eigentlich, gell? Auf die Regation für den Chef. Also muss ich quasi die ganzen Blämen auch noch wegwerfen. Wo muss ich jetzt wieder hin? So, hier haben wir die Farbe kaufen müssen, gell? Na, ah, Gottes Willen, hast mich du geschrieben. Spinnst du? Steck geschlossen. Oh. Hallo Sohn, nicht lange gesehen, es liegt noch viel Arbeit vor dir. Aber dieser Aquarium-Supermarkt sieht schon jetzt großartig aus. Ich konnte mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, vor allen anderen ihr erster Kunde zu sein und gleichzeitig etwas für mein Aquarium zu kaufen. Viel Glück! Trotzdem hast du mich auch geschreckt.
Die kann ich nicht wegwerfen. Kaufen Sie einen Eimer, füllen Sie ein Leitungswasser und Wasser. Kaufen Sie einen Eimer, füllen Sie ihn mit Leitungswasser und füllen Sie das Wasser in das Fass für die Fischverpackungsmaschine. Hä? Haben wir Fischverpackungsmaschine? Ist das das da? Das ist der Reichswolf. Was ist leer? Nur füllen. Je. So, kaufen Sie das Netz und fangen Sie damit einen Fisch für den Kunden. Kaufen Sie und fangen Sie einen Fisch für den Kunden. Verwenden Sie die beschriebene Maschine, um den Fisch zu verpacken und dann zum Kunden. Und was kostet so die eigentlich? Was soll denn nur noch kaufen? Scannen Sie den Antenne, indem Sie nach links einen Scanner ziehen. Aha, Goldfisch 120, müssen wir den auch noch einstellen. Bim, bim, bim. Wenn Sie den Tag in dieser Schild neben der Tür klicken. Alter, geht's wuselst da jetzt drin. Wieder fängt Futter denn da? Kann das sein, dass ihr Hunger habt? Wieder mal so mehr Futter. So. Kaufe 25. Der Fisch hat seine Maximalgröße erreicht. Das passt alles. Anzahl der Fische. Wieder zwei Fische drin. Ein Tag. Alle Besucher. Zufriedenheit der Gäste. Einkommen. Schließen. Uiuiui. So. Was ist, wenn ich jetzt. Muss ich dann da noch mehr so ein Aquarium bauen, dass ich noch mehr so Fische kriege? Weil wenn es zu viel sind. Und so der Fische. Da sind schon wieder zu viele Fische drin. Den Supermarkt die Öffnung vor. Öffnen. Hunger passt. Daneben. Daneben. Muss ich quasi dann nochmal so ein Aquarium? Aha. Okay, brennen. Sie können die Öffnungszeiten ändern, indem Sie auf den Schild neben der Tür klicken. Legen Sie die Zeit fest, wenn der Besucher geöffnet werden soll. Ah, okay.
Okay. Dann kauft man doch gleich ein Problem hin. Der wird dann frei entscheiden, was ich kaufe. Seegras. Seetang. Vier. Keiner da. Also, du bist ist sehr stolz. Nee. Nee. Würde nützt da. Nee. Ich möchte eigentlich nur den Preis ändern, aber es kann nicht mehr auf die Schüttel hin. Was war jetzt das für ein Ding? Ich bin so ein Schild in der Tür. So. Ich bin so ein Bedenken, Kunden, erreicht. Servus. Was magst? Sag mal, wie viel Fisch magst? Servus, Meersalz wird vermisst. Aha, ja, das kommt noch. Wir haben mal ganz frisch angefangen. Meerwasser-Aquaristik, das ist ja schon wieder ganz besonders. Salzwasser-Aquaristik, das ist ja schon wieder ganz was anderes. Um Gottes Willen, Spitzes! Was magst denn du? Piep. Muss ich da noch hergehen? Gesamt erhalten, Gesamt. 1,5. Herausgegeben, 5 noch mit. Du magst mit der Karten zählen, das ist wieder da. Hey, ist das umständlich. Servus. Hi. Piep. So ist da. Das dann kriegst du noch einen 5er raus. Und du magst einen Fisch. Wo ist denn jetzt das Teil? Du möchtest einen Fisch haben? Bitteschön. Einmal Kraut. Einmal Kraut. Da kriegst du Druck am 5er. Bestätigen. Nein, warst du nicht vorher schon da? Na komm. Du machst wieder in Bar, in Karte. Bim, bim, bim. Du hast. Ah, nicht da. So ist auch wieder mit Karten. Dankeschön. Viel Spaß mit dem Fisch. Beziehungsweise. Du hast das. Wo ist denn der mit dem Fisch? Der ist nicht zahlt. Hä? 5. Eins. Bestätigen. Hey, nur. Und mit einer nach der anderen, einer nach der anderen. Komm, ja, ja. Gut, so ist auch wieder mit Karten. Okay, hier.
So, ist wieder im Bar. Und kriegst Bullen für 50 aus. Bitteschön. Du machst nochmal einen Fisch. Bitteschön. Einmal Blume. Zweimal Blume. Wieder mit Karte. 45. Das sind Sachen, die man leicht merken kann. Vielen Dank. Kämpfst du das nächste Mal wieder? Hi. Kriegst du 500 zurück. Hi. Ja, das Kinder ist noch. Sag mal, wo ist denn der mit dem Fisch? Oh, er ist schon wieder da. Komm rein. Das hat sich aber rentiert jetzt die ohne Blärme. Nur weil wieder sauber zuschneiden, weil es kann schnell gehen. Hi. Einmal stauen. Zweimal stauen. Dreimal stauen. Hab ich den Karten? Das hat man die lieben. 51. Hi. Und nochmal, sag mal, wie viel haben wir denn da noch? Wahrscheinlich verkauft man es eh oder der sauber zu günstig. Weil wir Preise nicht einstellen haben können. Und 18. 15. Bestätigen. Jetzt. Haben wir uns sauber beschissen dabei. 23. Bestätigen. Ah. Jetzt nehme ich das schon wieder. Kann man nicht mal mit N-Tabs tun. 15, machen wir 20 gerade aus. Und da haben wir. Das passt sogar. Ja, ein Fisch. Einmal Fisch. Bin gleich da. Gibt noch jemanden einen Fisch? Bitteschön. Wieder mit Karte. Hallo, hallo. Und wieder mal im Bar und Sinne zurück. Oi, 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 oi. Du hast gesehen, wie weit das geflogen ist. Komm, rutsch rein. 70. Und jetzt noch ein Fünfer zurückkommen. Und jetzt nochmal ein Fisch. Bitteschön. Das Netz dient zum Fisch, also erzähl mal die Kinder. Jetzt bin ich gespannt, ob der einen Fisch jetzt zahlt. Macht's gut. So, Oh, jetzt soll ich nicht aufgeschaut. Bin ich mit dem Mol nicht zusammengekommen.
Wieder so einen dreckigen Duft. Du merkst, du bist wieder im Bar. Du legst 2 zurück. Was ist denn denn das? Oh, echt gut. Legst du einen Fisch? Ja. Daneben. Bitteschön. 2-mal. Nimmst die Bär. Nimmst die Bärmänner. 50er. Karte. Und schauen wir in den Kartenshop um. Da arbeitet ein Kollege von mir. Ey, entschuldige, du hast gar nicht mitgekriegt jetzt. Dass du einen Fisch hast. Jetzt. Da schau her, bitteschön. Na, was hat Max denn noch? Und die 2 Muscheln dazu. Die schauen super aus zu den Goldfische. Also, da hast du einen echten Grundgeschmack. Und dann 10er gibt es noch dran. Und dann viel Spaß. Oh, Hunger. Das nehme ich. Und das Ding wird jetzt noch schauen, wie viel der Satz passt eigentlich in der Vegetation. Passt eigentlich wieder, gell? Passt eigentlich alles wieder. So. Endtag. Machen wir zu. Also, wie gut. Und sie haben eine Store-Simulator-Demo abgeschlossen. Dies ist der erste der Anfang. Weitere Herausforderungen und Attraktionen stehen noch bevor. In der Vollversion gibt es noch mehr Gegenstände, Kunden, Fische, neue Teile des Ladens zum Freischalten und viel mehr. Führen Sie Ihren Laden und machen Sie ihn zum Besten der Stadt. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, um auf den Laufenden zu bleiben. Also, vorhin hat es mir, ist zwar seltsam, erst einmal zum Auszufinden, wie das alles so geht mit der Steuerung, weil leicht ist es nicht. Aber mir hat Spaß gemacht, du kommst auf die Wishlist. Ja. Schließt. Lädt. Wunschliste ist dabei. Also, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Beende, dass auf der Demo vorbei ist. Weil ich hätte jetzt gerne noch geschaut, ob man eventuell nicht nochmal so ein Aquarium machen kann. Sein sollen, hat nicht dürfen. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, schaut beim Hector noch vorbei. Und kauft noch ein paar Karten. Also, Servus, pfiat euch.